5 exklusive Ideen aus dem Buch Die 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Idee Nummer 1: Proaktiv sein. Ich erinnere mich noch genau an zwei Gespräche, die ich im letzten Monat mit zwei Kumpels geführt habe. Einer ist Koch und der andere ist Marketingkaufmann. Beide Kumpels sind noch in der Ausbildung, arbeiten deshalb sehr hart, aber verdienen nicht viel Geld. Mit beiden habe ich über ihre aktuelle Situation gesprochen und ihre Lebenseinstellungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Der Freund, der im Marketing arbeitet, beschwerte sich nur darüber, dass er in der Ausbildung so viel arbeitet und kein Geld verdient. Der Koch hingegen sagte: "Robert, mein Chef lässt mich sehr hart arbeiten. Dadurch lerne ich jedoch so viel wie noch nie. Dieses Wissen kann ich später nutzen, um mein eigenes Restaurant aufzumachen. Insofern bin ich auch mit einem kleinen Gehalt zufrieden." Diese beiden Gespräche verdeutlichen den fundamentalen Unterschied zwischen reaktiven und proaktiven Menschen. Während die Laune von reaktiven Menschen von ihren Gefühlen und ihrer Umwelt beeinflusst werden, erhalten proaktive Menschen ihren Antrieb aus ihrer inneren Einstellung. Proaktivität bedeutet nicht nur, die Initiative zu ergreifen. Es bedeutet, dass wir für unsere Reaktion auf Reize wie Gefühle und äußere Umstände selbst verantwortlich sind. Idee Nummer 2: Schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Stell dir vor, du fährst zu einer Beerdigung eines geliebten Menschen. Du betrittst das Gebäude und hörst die sanfte Orgelmusik. Du spürst die Trauer über den Verlust, aber auch das Glück darüber, diesen Menschen gekannt zu haben. Als du nach vorne gehst und in den offenen Sarg blickst, siehst du überraschenderweise dich selbst dort liegen. Dies ist deine Beerdigung. All diese Menschen sind gekommen, um dir die letzte Ehre zu erweisen, dir Liebe und Anerkennung für dein Leben auszusprechen. Du schaust ins Programmheft und siehst, dass es 4 Sprecher geben wird. Jemanden aus deiner Familie, einen Freund, einen Arbeitskollegen und jemanden aus deinem Verein. Was würden diese 4 Personen über dich sagen? Schon am Anfang das Ende im Sinn haben bedeutet, mit einer klaren Zielvorstellung zu starten. Damit leben wir nicht einfach mehr in den Tag hinein. Wir erklären die Prinzipien, Beziehungen und Ziele, die uns am wichtigsten sind, und verpflichten uns innerlich auf sie. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir jeden Tag bestimmen können, was unsere Familie und unsere Freunde später auf unserer Beerdigung über uns sagen werden. Idee Nummer 3: Das Wichtigste zuerst tun. Alle unsere Aufgaben im Leben lassen sich in die Kategorien dringend und wichtig einordnen. Dringende Angelegenheiten sind gewöhnlich sichtbar. Sie fordern uns auf zu handeln. Sie sind häufig leicht, angenehm und machen Spaß. Aber sie sind oft unwichtig. Wichtigkeit hat hingegen etwas mit den Ergebnissen zu tun. Wenn etwas wichtig ist, trägt es zu unserem Leitbild, unseren Werten und unseren obersten Prioritäten bei. Die meisten Menschen werden Tag für Tag buchstäblich von dringenden Problemen gebeutelt. Diese Menschen verbringen 90% ihrer Zeit mit dringenden, wichtigen Aufgaben und den Rest mit nicht wichtigen, nicht dringenden Problemen. Es gibt andere Leute, die viel auf Aufgaben reagieren, die dringend sind, und nehmen an, sie seien auch wichtig. In Wirklichkeit beruht die Dringlichkeit der Angelegenheiten jedoch oft auf den Prioritäten und Erwartungen anderer. Effektive Menschen verwenden kaum Energie für unwichtige Aktivitäten. Wichtige Aufgaben sind das Herz von effektivem persönlichem Management und haben mit Dingen zu tun wie Beziehungen aufbauen, persönliche Lebensgrundsätze formulieren, langfristige Planung, trainieren, vorbeugen und vorbereiten. All die Sachen, von denen wir wissen, dass wir sie tun müssen, die wir aber meist liegen lassen, weil sie nicht dringend sind. Es gilt daher, wir sollten das Wichtigste zuerst tun. Idee Nummer 4: Gewinn-Gewinn-Denken. Win-Win-Situation, so haben es meine Dozenten in meinem Studium genannt. Bla bla bla, dachte ich mir nur, ich habe es nämlich nie richtig verstanden. Vor einigen Monaten ist dann aber auch endlich bei mir der Groschen gefallen. Meine Freundin und ich wollten in den Urlaub fahren, jedoch lag mein Urlaub 2 Wochen vor ihren Klausuren. Sie hätte mitkommen und durch ihre Prüfungen rasseln können, oder ich wäre zu Hause geblieben und wäre genervt davon, meinen Urlaub nicht in der Sonne verbracht zu haben. Nach einem heftigen Streit erinnerte ich mich an die Idee von Win-Win-Situationen. Ich suchte meine verstaubten Unterlagen heraus und fand die 3 Schritte zur Schaffung einer Win-Win-Situation. Erster Schritt: Verständnis für den anderen schaffen. Im ersten Schritt mussten wir beide verstehen, was der andere wollte. Sie wollte die Klausuren bestehen und daher genug Zeit haben, um zu lernen. Und ich wollte einfach nur in die Sonne.
Zweiter Schritt, gemeinsame Interessen klären. Wir waren uns beide einig, dass wir so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen wollten. Dritter Schritt, Möglichkeiten entwickeln. Auf Grundlage unserer Interessen konnten wir gemeinsam Möglichkeiten entwickeln, um Sonne und Lernen zu verbinden. Unsere Lösung hieß am Ende, ab in die Sonne, aber mit 5 Stunden zum Lernen pro Tag und ich nutzte die Zeit, um zu lesen. Wir waren beide sehr glücklich mit der Lösung. Dieses einfache Beispiel einer Gewinn-Gewinn-Situation werde ich nicht mehr vergessen. Idee Nummer 5. Erst verstehen, dann verstanden werden. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Ich kam aus der Schule, schloss die Haustür auf und schon sprang mir meine Mutter entgegen und fragte, na, wie war es heute in der Schule? Es war einer von diesen besonderen Tagen und ich antwortete, dass die Schule keinen Spaß mehr machte und ich überlegte, hinzuschmeißen und eine Ausbildung zu machen. Meine Mutter rief entsetzt, was sagst du da? Was heißt, du willst die Schule hinschmeißen? Ausbildung ist das Fundament für deine Zukunft. Gib dir mehr Mühe, dann wirst du auch eine positive Einstellung zur Schule entwickeln. Hört sich das bekannt an? Ja? Wie meine Mutter hat jeder von uns eine starke Tendenz dazu, dazwischen zu funken und die Dinge mit guten Ratschlägen zurechtzurücken. Aber wir versäumen oft, uns Zeit für ein wirkliches Verständnis des Problems und die Diagnose zu lassen. In meinem Beispiel hatte ich auch einfach nur eine schlechte Klausur geschrieben und wollte darüber sprechen. Aber dazu kam es gar nicht erst, weil es direkt gute Ratschläge hagelte. Einer der wichtigsten Regeln der zwischenmenschlichen Beziehung lautet daher, erst verstehen, dann verstanden werden. Bonusidee 6. Synergien schaffen. Synergien schaffen oder 1 plus 1 gleich 3 ist auch wieder sowas, was meine Dozenten in jeder zweiten Vorlesung gepredigt haben. Genau wie bei Gewinn-Gewinn hatte ich immer Probleme, es richtig zu verstehen, weil ich kein konkretes Beispiel vor Augen hatte. Jetzt habe ich fast täglich ein großartiges Beispiel von Synergie vor Augen. Die Synergie zwischen Dave und mir. Als ich angefangen habe, das erste Skript zu schreiben, kannte ich Dave noch nicht und hatte überlegt, ob ich die Videos nicht einfach selbst animieren sollte. Ich suchte nach entsprechender Software und war auch schnell fündig geworden, aber merkte bei den ersten Klicks, dass das nichts als Grütze werden würde. Deshalb machte ich mich auf die Suche nach jemandem, der mir die Skripte animieren konnte und fand Dave. Er ist ein Meister in den Animationen, hat aber keine Zeit, um so viele Bücher zu lesen, zusammenzufassen und zu sprechen. Durch diese Arbeitsteilung schaffen wir eine perfekte Synergie unserer Stärken und kreieren Videos, die jeder von uns alleine niemals geschafft hätte. Bonusidee 7, die Säge schärfen. Stell dir vor, du gehst durch den Wald und triffst einen Mann, der fieberhaft daran arbeitet, einen Baum umzusägen. Du fragst, was machst du da? Das siehst du doch, antwortet er ungeduldig. Ich säge an diesem Baum. Du siehst erschöpft aus. Wie lange bist du denn schon dabei? Über 5 Stunden, sagt er, und ich bin K.O. Das ist harte Arbeit. Warum machst du denn nicht ein paar Minuten Pause und schärfst die Säge? Ich bin sicher, dass es dann viel schneller ginge. Ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, sagt der Mann energisch. Ich bin zu sehr mit Sägen beschäftigt. Genau so sieht der Alltag von vielen Menschen aus. Sie sind so beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr haben, Sport zu machen, zu lesen oder sich mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Die Säge schärfen bedeutet die regelmäßige Erneuerung unserer 4 Dimensionen unseres Seins: der physischen, der spirituellen, der mentalen und der sozialen Dimension. Erneuerung ist das Prinzip, das uns dazu befähigt, auf einer aufwärts gerichteten Spirale des Wachstums und der ständigen Verbesserung uns zu bewegen. Wenn wir uns nach oben bewegen wollen, müssen wir auf immer höheren Ebenen lernen, uns verpflichten und handeln. Das waren 5 Ideen aus dem Buch Die 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Schaut euch auch unsere anderen Videos auf YouTube an und teilt sie gerne mit euren Freunden. Das nächste Video ist bereits in Arbeit.